Herzlich willkommen zurück bei Gute Spiel Baldur's Gate Enhanced Edition. Beim letzten Mal habe ich ja das Diebeslager gestürmt. Genau. Und Hinweise gefunden, dass der Eisenthron hinter allem steckt und ich diesen im Mantelwald finde. Also machen wir mal von hier aus weiter. Genau, ich war gerade fertig, wegzugehen. Ich guck gerade, was hier mit meinem Hauptcharakter. Ja, du könntest ja ein paar Zauber lernen, theoretisch. Wobei. Ja, ich könnte Xar noch ein paar Zauber lernen. So viele Briefe, ey. Ich brauch so dringend Schriftanwälte, ich hab noch keinen gefunden. Und ich leg die mal alle weg, die Briefe. Ich brauch die eh nicht mehr. Glaube ich. Also vielleicht den, der ist von Dorn. Dorns Brief behalte ich, die restlichen schmeiß ich weg. Scheiß drauf. Weg mit dem Schrott. Nimm nur unnötig Platz im Inventar weg. Mal sehen, ob ich nichts hier vergessen habe. Wie immer, Montoran vorschicken. In jeder Folge muss Montoran jetzt mindestens einmal sterben. Ne, Gott. Aber wird wahrscheinlich trotzdem der Fall sein. So, jetzt bauen wir noch den Rest in dem Lager hier oben. Ein paar Leute gibt es nämlich noch. Ja, genau, ich mach. This better be good. You spoke at me? I'll do your trial. Vielleicht noch Zeug irgendwo. Genau. Da ist noch Gold. Hier ist noch was. Da ist eine Menge zu looten. Leveln und looten. Looten und leveln. Das ist aber nicht Diablo, das ist Baldur's Gate. Aha, vorher habe ich das Schloss gelootet. Oh. Doof. Ja, das ist glaube ich ein Vorteil, wenn man zwei Diebe in der Gruppe hat. Einer spezialisiert sich irgendwie auf Schlösser öffnen und Fallen finden, der andere auf Verstecken oder so. Oder Fallen stellen oder dann am besten drei Banditen. Drei Diebe. Kann ich oder hier rein. Ob hier irgendwo drin ist? Nein, ist keiner. Oh, ein magischer Ring. Cool. So, wann ist denn hier ein magischer Ring? Interessant. War schon mal ein magischer Ring in dieser. In diesem Fass. Kann mich ändern. Okay, schon Ewigkeiten, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Nee. Sweet. Okay, ich brauche mehr Identify. Xar, tut mir leid, aber ich muss dich mal als Identifizierungs... Mule benutzen. Ah, hier ist eine Kiste. This better go suck your blade. Na super. Ich krieg hier nichts geöffnet, ne? Ich werde mal wiederkommen, wenn Montoran ein höheres Level hat. Xar, bist du lebensmüde? Wieso steht der Hauptkopf nur blöd rum? Wieso macht der nichts? Oh, das passt ja schön da. Jetzt ins Quick. Quick-Dings-Menü. Nämlich gar nicht. Sehr schön. Aber Skypes, die kann ich für sehr viel Geld verkaufen.
Sogar die Hobgoblins lassen welche fallen. Ich glaube, es kann auch sein, dass sie schon mal gemacht haben, da weiß ich jetzt. Gar nicht zu erinnern, nicht. Die hatte die, genau. Ach ja, bei ihr kann man die Skypes abliefern und auch die Edelsteine. Wird das Edelsteine? Hier, Räuber-Skypes. Ach, ja, Räuber-Skypes und Ringe und Edelsteine und Amulette. So. Jetzt hab ich's. Wie war verschlossen? Ah, geöffnet. Nice, Geld. Geld kann man immer gebrauchen. 12.981. Nice. Dorn sollte vorgehen. Hört mal, ich kann versuchen, mit Dorn die Dinger aufzuschlagen. Ja, funktioniert. Geil. I will listen for now. Nice, nice, nice. Hier oben ist auf jeden Fall jetzt der Anführer von den Hobgoblins. Wo ist er? Da ist er, der Schwarze. Adenor Crush, genau. Ich will nochmal einen Zauber von ihr sehen. Also, wie passiert. Sie ist eine wilde Magierin, kann alles passieren. Okay. Magisches Geschoss. Wie geplant. Mann, der hält viel aus. Was? Oh, ich dachte gerade, der hätte mehrfach am Tag dieses Gift, die Giftfähigkeit. Nee, er hat sie noch nur einen. Wieso macht der Problem nichts? Hm. Komisch. Sehr komisch. Oh, nicht viel Gold. Sogar was geil. Oh, Flaming Arrow. Nice. Schön viele Heiltränke. Hier, warte mal, so ein Heiltrank habe ich schon ein bisschen. So ein Trank habe ich jetzt gefunden hier. Zack. Man kann ja so ein. Quasi, die Aganaras Flaming Scorcher kann er so auch machen mit dem Zaubertrank. Ich glaube, das ist zwar ein bisschen schwächer oder so, aber. Das ist drin. Gut. What is it this time? Wo war ich jetzt noch nicht drin? Hier wahrscheinlich drin, ne? Guck mal, die auch noch, diese Hütte. Da ist auch einer, sehr gut. Okay, der haut einfach ab. Feigling. Looten! Ah, hau ich auf, pass auf. Ihr habt es geschafft. Nice. Nice. Mal kurz. Kurze Lernphase für Xar. Oh. Kurze Ladephase. Das ist ja so schön schnell laut Laden und Speichern. Das ist so genial. Nice. Your voice is ambrosia. So, jetzt hat Xar auch ein Level 3 Zauber. Sehr gut. Ach ja, Nekromantie kann mein Charakter nicht lernen, genau. Xar hat's schon gelernt. Bin ich hier dabei. Die braucht auch noch ein paar Zauber, genau. Burning Hands hat er schon. Okay, bin ich hier. Hat auch schon, okay. Bring ich mir? Genau, mir bringe ich Burning Hands bei, alles klar. Your voice is ambrosia. What is it this time? Burning Hands. Was? So, wer braucht noch Blindheit?
Okay, er kann es nicht lernen. Sie kann es lernen. Sehr gut. Was ist das? Zwei Zauber für die. Ja, ich würde mal selbst hier Arganzaras Flame. Nee, Flamme. Würde ich auch mal selbst lernen. So, Color Spray meine ich, können schon alle, oder? Color Spray. Nee. Okay, kann es glaube ich nicht, was ist Illusion oder so, glaube ich. Ansonsten können das alle, ja. Color Spray. Doch, er kann es auch lernen. Okay. Gut, hätten wir das. Freundschaft brauche ich nicht wirklich, eigentlich, das kann ich verkaufen. So, Grease kann ich verkaufen. Zauberstoß. Den kann ich eigentlich auch verkaufen. Der Band nur den Zauber, geringere Zauberabwehr. Das ist eigentlich völlig nutzlos. Gegen Zauber aus Blindheit am besten. Und Unsichtbarkeit. Kreaturen, die unsichtbar sind, können nicht mehr von Zaubern als Ziel ausgeholt werden. Außer natürlich ist es ein Feuerball, no way. Der kann auch nicht auf die Kreatur, also auf die Figur direkt gezielt werden. Der muss irgendwo halt drumherum gezielt werden. Und normalerweise zielen die Gegner halt immer direkt auf Kreaturen. Also auf Gegner. Das heißt, wenn einmal Leute Improved Invisibility haben, dann wird kein Magier auf die irgendwie Feuerball casten, weil es nicht geht. Sei nicht beschwör irgendein Monster, was natürlich ständig unsichtbar ist. Unsichtbarkeit, genau. Da. Gut. Was glaube ich, ach, das ist Illusion, das kann Xa nicht lernen, das heißt, die werde ich mal auch verkaufen. Stinkende Wolke. Stinkende Wolke. Stinkende Wolke. Können wir Xa beibringen. Dass es lernen kann, ja. Gut. Hat mir alles. Dort verkaufe ich alles. Die behalte ich. Den dann ich. Alles klar. What is it this time? Speichern. Nice. How may I be of assistance? Your voice, the trees move. Do you not see it? Nee, Xa. Ich sehe nicht, dass sich die Bäume bewegen. Da bin ich auch froh drüber. Ja, das klappt doch wie am Schnürchen. Er hatte nochmal den Ring. Doppelte Anzahl, erste Level-Zauber hier, ja, okay. Theoretisch müsste ja eigentlich Edwin geben. Weil Edwin hat ja am meisten, der hat 5 Zauber, das wären dann 10. Oh, stimmt. Falsches Equip hier. Edwin kriegt den, so, zack. Hat der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehr gut. Ich krieg hier später noch einen. So. Hat er jetzt 5-mal Sleep, 3-mal Magic Missile. Nice. Hat man nochmal 4-mal Magic Missile und 4-mal Sleep. So. dann mach ich hier ein Unsichtbarkeit weg und mach einen Glitter Dust. Sehr schön. Die verkaufe ich. Kann ich nicht bewegen. Super. Dann wollte ich meine Klerikerzauber mal angucken. Voll auf leichte Wunden heilen. Furchtbar. Doom ist eigentlich ganz gut. Der senkt die Rettungswürfe. Achso, der senkt nicht nur die Rettungswürfe, sondern auch sorgt auch dafür, dass die schlechter treffen. Der Etto wird gesenkt. Und das Beste ist, dieser Zauber erlaubt ja keinen Rettungswurf. Der funktioniert immer. Ich glaube, da nehme ich noch einen von. Wenn die blind sind und dann noch Doom, also verderben, dann treffen die mich kaum noch. Die Frage ist, Moment, ich frage mich gerade, ob da Magieresistenz gegen wirkt. Ich glaube ja, ne? Sonst würde ich dann nämlich auch auf Fleischgunst schießen. Wobei, ich sollte mal Blindheit auch bei denen ausprobieren. Ne, da ist ein Rettungswurf erlaubt. Hier. Genau, den wollte ich mal ausprobieren.
Ach so, okay, nur plus 1 auf die Werte für je 3 Stufen. Okay, das ist ja doch nicht so gut. Gebet ist auch ziemlich gut. Alle Verbündeten bekommen plus 1 auf alles und die Gegner bekommen alle minus 1 auf alles. Das ist sehr, sehr gut. Stille ist voll nutzlos gegen einen Zauberer. Das ist hochlevelige Gegner statt Zauberer. Weil die schaffen meist ihren Rettungswurf und dann hast du auch die Gefahr, dass du deine eigenen Leute triffst, die den Rettungswurf natürlich nicht schaffen und dann verstummt sind und können dann nicht zaubern. Das habe ich früher benutzt, um gegnerische Zauber irgendwie auszuschalten, aber das bringt gar nichts. Blindheit ist viel besser. Es gibt kaum Viecher, die sind immun gegen Blindheit und Rettungswurf ist auch ziemlich schwierig. Am besten vorher noch Doom drauf casten. Da haben die zwar noch eine schöne Synergie. So muss das sein. Ich muss mit Dorn gleich nochmal zu den anderen Kisten, glaube ich. Weil ich diese jetzt nicht aufkriege, okay. What is it this time? Okay. Diesmal kriege ich eine Kiste nicht auf, ist klar. Ah ja, noch so ein Trank. Oh, noch so ein Edelstein. Krass, wie viel trinke ich davon noch? Ach ja, die muss ich auch noch mal Zauber lernen. What is it this time? Nice. You rang? Und was? Uh-huh. Dieser Zauber, der war ja so, dass man damit irgendeinen Zauber auf den Zauber hochcasten konnte, ne? Nach Halsgewagter Xerei. Dabei hat er natürlich die Chance, dass dann irgendwas passieren kann. Krass. Liste der bekannten Zauber. Unglaublich. Das heißt, man kann mit einem Level 1 Zauber, kann man Level 9 Zauber casten. Man hat natürlich die Chance, dass doch irgendwas anderes passieren kann, aber dafür gibt es ja dann diese Zauber, die die Chance verringern, dass irgendwas passiert. Also besser gesagt, die Chance erhöhen, dass das passiert, was passieren soll. You rang? I will listen. Naja. For now. Try to keep up. Was haben wir hier noch? Nix. Try to keep up. Heldentrank, sehr gut. Speak and be gone. I will listen. It shall be even bloodier than you hoped. Oh, scheiße. Ich hoffe, er kann sein Böschen anziehen. Nein, natürlich nicht. You spoke at me? Speak. You spoke at me. Sleep. Yes? Taskmaster. Oh Mann, Gebet. Your voice is ambrosia. Und ein 4. Speak, it shall be even bloodier than you hope. Nice. Ah, natürlich wird Mundraum wieder geschlagen. I will listen for now. Uh-huh. I'll do it. I will this I'll do the toil. Nice. Zerfetzt sie. Cool, dann müssen wir meine letzten zwei Cure-Light Wounds opfern. Nice. Und das andere Cure-Light Wounds auf Montauron. Nice. Ah ja, den Schutzwolle fallen lassen. Cool. Ich glaube, Dorn wurde verletzt, ne? Hey, so einen Trank hatte ich auch schon mal. Ja, Brandöl, nice.